Hamburg ruft zum Derby. Vierter Spieltag, Regionalliga Nord, CU23. Der Kiezkicker wartet weiterhin auf den ersten Sieg der Saison. Am ersten Spieltag gab es 0-1 in Oldenburg. Darauf folgend 1-2 bei der Zweitvertretung von Werder Bremen. Erwähnenswert bei der U23 des FC St. Pauli ist die Altersstruktur. Das ist eine absolute Millennial-Mannschaft. Altersdurchschnitt 19,7 Jahre. 8 der 11 Startspieler sind 19 oder jünger. Unter anderem auch Serkan Dursun, der ist hier am Ball. Der ist gerade erst 18 Jahre jung, Jahrgang 2001 und macht hier direkt mal auf sich aufmerksam. Die Boys in Brown von links nach rechts forderten die Norderstädter von der ersten Sekunde. Das ist Meissner, der lässt Brüning liegen, bringt die Flanke, Sesa verpasst und dann ist es Christian Stark am zweiten Pfosten komplett allein gelassen zum 1:0 nach 10 Minuten. Stark, der kam im Sommer von der zweiten Mannschaft vom HSV. Das ist Saisontor Nummer 1 für ihn. Und die Eintracht, 2 Siege, ein Unentschieden, das ist die Ausbeute aus den ersten 3 Spielen der neuen Saison. Hier kamen sie etwas behäbig rein, 42. Minute, die erste richtig gefährliche Torchance von Rico Borg. Allerdings Leon Schmitz hier souverän dazwischen. Halbzeit 1:0, nette Vorspeise, aber der fußballerische Hauptgang, der folgte in Durchgang 2. Warum? Weil jetzt auch Norderstedt mitspielte. Sehen wir hier. Das ist die 51. Minute. Brisewak bringt den Ball in die Mitte. Und da steht John Brown. 1:1. Norderstedt ist zurück. Ein blitzschneller Angriff. Die Eintracht kam etwas besser, etwas spritziger aus der Kabine. Und dann John Brown mit der Direktabnahme zum Ausgleich. Und nur 3 Minuten später, der nächste Angriff, langer Ball von Juri Marxen und er wird richtig gefährlich. Michael Kobertz mit dem 1:2. Norderstedt dreht das Spiel binnen 4 Minuten und Michael Kobertz, der Neuzugang vom Lüneburger SK Hansa mit seinem nunmehr 2. Saisontreffer. Ein paar Minuten später, im Laufe dieses Spiels, dreht sich der Wind erneut. Und jetzt ist auf einmal St. Pauli wieder im Chancenplus. Ball in die Mitte und Cemal Sesser mit der Riesenchance zum 2:2. Das ist eine Frage von Zentimetern. 84. Minute, wieder Sesser im Doppelpass mit Lee. Und jetzt nimmt er sich mal die Schusschance und knallt den rein. Was für ein Tor zum 2:2 von Cemal Sesser. 84. Spielminute, Ausgleich St. Pauli. Und da zündet er die Rakete und Huxol kann nur verzweifelt hinterher fliegen. Und nur Sekunden später, dieses Spiel verdiente sich jetzt das Prädikat Wahnsinn. Das ist Wiekow, der bringt ihn in die Mitte und auf einmal ist der Ball im Tor. 85. Spielminute, Fabian Grau, der Innenverteidiger der Eintracht mit dem Eigentor. Schauen wir auf die Wiederholung. Das ist Wiekow auf den Außen, Huxol geht raus und dann Grau mit der unglücklichen Grätsche, hatte keine Wahl, denn Sesser stürmte von hinten heran. 89. Minute, Norderstedt probierte nochmal alles, machte Fehler, lief somit in Konter, 4:2, Christian Stark. Sein 2. Tor des Tages und Stark macht den Sack zu, den Deckel drauf. Das war's. Die U23 des FC St. Pauli holt den ersten Sieg der Saison mit einem hochunterhaltsamen 4:2 gegen Eintracht Norderstedt. Dieses Hamburger Derby war eins mit reichlich Superlative.